Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja. Herr Kauder, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt Oppositionspartei sind oder in der Bundesregierung sitzen. Das war mir jetzt nicht so ganz klar bei Ihrer Rede. Und apropos Bürgerlichkeit, ist es doch die CDU, die sich von der bürgerlichen Mitte so weit entfernt hat. Diesen Vorwurf müssen Sie sich gefallen lassen. Zur SPD. Man merkt bei Ihnen regelrecht, Sie bewegen sich auf die 5-Prozent-Hürde zu. Und auch Martin Schulz, bei Herrn Schulz, merkt man, der jetzt ja im Übrigen gar nicht mehr da ist, schon lange sitzt er nicht mehr da, der ist bestimmt schon auf dem Weg wieder nach Brüssel. Bei Herrn Schulz merkt man, dass er schon offensichtlich lange nicht mehr mit Macron telefonieren durfte, der arme Kerl. So, und Frau Nahles, Sie haben eine sehr interessante Rede abgeliefert, wo Sie auch die Demokratie beschwören. Wie kann das also sein? Wie kann das sein, dass so eine waschechte Demokratin, wie Sie es vorzugeben zu sein scheinen, dass eine Mitarbeiterin aus Ihrem engeren Umfeld, Angela, da muss ich noch mal nachgucken, Angela nicht Merkel, sondern Marquardt, in einer Postille der SPD doch tatsächlich anregt, dass die SPD mit der Antifa zusammengehen soll, gegen den Kampf gegen die AfD und gegen rechts. Das ist wirklich eine Schande für die Demokratie, und diesen Vorwurf müssen Sie sich gefallen lassen. Frau Merkel, ich gebe Ihnen recht. Mit aller Härte des Rechtsstaates müssen wir durchgreifen gegen den Totschlag, gegen die Morde, die sich ja mittlerweile auf unseren Straßen abspielen. Wenn man in Deutschland am falschen Ort zur falschen Zeit ist, kann es einen ja auch erwischen. Und zur Rechtssicherheit und zur Rechtsstaatlichkeit muss auch dazugehören, dass Youssef A., der mutmaßliche Iraker, weil nachträglich hat sich ja herausgestellt, dass alle seine Dokumente gefälscht waren. Wir reden von dem Mörder, ich sage Mörder, nicht Totschläger, von Chemnitz, dass er unerlaubt eingereist ist, mehrfach straffällig geworden ist und sein Asylantrag abgelehnt wurde. Das ist bei Ihnen im Übrigen nicht ein Einzelfall, sondern es ist die Regel, die Sie als Regierung zu verantworten haben. Sie, Frau Merkel, sind zum größten Sicherheitsrisiko in diesem Land geworden. Aber es geht noch weiter. Die von der Regierung befeuerte Dieselhysterie und der unnötige Handelskonflikt mit den USA bedrohen unsere Automobilindustrie. Eine gefährliche Entwicklung, wenn man bedenkt, welche Bedeutung dieser Industriezweig in unserem Land einnimmt. Arbeitsplätze sind bedroht und Arbeitspendler, die sich ihren Diesel unter wirtschaftlich vernünftigen Aspekten zusammengespart haben, die sind nämlich letztlich die Dummen. Und Sie haben die Arbeitnehmer des Landes, und auch hier an die Stelle der SPD, Sie haben die Arbeitnehmer des Landes, die unseren Wohlstand erwirtschaften und erarbeiten, längst aus den Augen verloren. Das zeigt auch die ewige Euro-Retterei der Merkel-Regierung. Und alle Parteien hier versuchen uns weiterhin ernsthaft weiszumachen, Deutschland sei der größte Profiteur des Euros. Und das ist nicht wahr. Und das wissen Sie auch, wenn Sie etwas davon verstehen würden. Tatsache ist nämlich, die privaten Haushalte gehören zu den ärmsten in der Eurozone. Das legt eine Vermögensstudie der EZB dar. Die Nullzinspolitik der EZB macht sie dabei von Tag zu Tag ärmer. Das Vermögen auf den Sparbüchern, den Pensionsfonds und der Garantiezins der Lebensversicherung schmelzen dahin, während die Immobilienpreise, also Kauf- und Mietpreise, durch die Decke gehen. So viel zum Stichwort Mietpreisbremse. Sie haben nämlich diese Politik zu verantworten. Dazu kommt nämlich noch die von der SPD und Union viel bejubelten Gewinne der deutschen Exportindustrie. Darf der deutsche Bürger am Ende ja auch selber bezahlen. Das sagen Sie ja nie dazu. Über das Target-2-System nämlich muss die Deutsche Bundesbank in marode Schuldenstaaten Kredite gewähren, ohne eine realistische Aussicht, etwas von dem Geld jemals zurückzubekommen. Europas Dispo bei Deutschland steht mittlerweile kurz vor der Billion-Euro-Marke. Sie werden jetzt sagen, was stimmt
stören mich Tage 2 Forderungen der Bundesbank? Was stören mich die Verluste der deutschen Sparer? Gestern sagen Sie noch, Herr Scholz, Sie wollen etwas für die Kinder tun. Was stört es Sie, dass Sie genau diese Kinder und die nachfolgenden Generationen um ihre Vermögensbildung bringen? Was soll daran eigentlich noch soziale Politik sein? Die niedrigen Zinsen der EZB haben dem Staat jede Menge Geld erspart. Dazu sprudeln die Steuereinnahmen. Alles prima. Leider hat die Regierung nicht nur an den Zinsausgaben gespart, sie hat auch mächtig an den Investitionen in die Infrastruktur gespart. Es wird gnadenlos von der Substanz gelebt. Sie gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kindler? Aber natürlich sehr gerne. Frau Weidel, Sie haben gerade hier einen Vorwurf erhoben gegenüber Angela Marquardt, den ich auf aller Schärfste zurückweisen will, was Sie hier gemacht haben. Sie haben sie hier im Plenum diffamiert. Angela Marquardt hat klargemacht, in ihrem Artikel auch im Vorwärts, dass es notwendig ist, natürlich sich von jeder Gewalt auch zu distanzieren und gewaltfrei gegen Rassismus, Nazis und Antisemitismus auf die Straße zu gehen. Aber das ist gleichzeitig sehr... Ich muss keine Frage stellen. Eine Zwischenbemerkung ist in Ordnung. Liebe Kollegen, es wird jetzt eine Zwischenfrage gestellt. Bitte, Herr Kindler. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich es wichtige antifaschistische Bündnis- und Bildungsarbeit gibt, gerade auch in Ostdeutschland, die sehr wichtig ist, weil viele Menschen vor Ort eben erfahren, dass sie von Nazis, von Rassisten, von gewaltbereiten Rechtsextremen angegriffen werden. Übrigens Leute, mit denen Sie zusammen auf die Straße gehen, so wie in Chemnitz. Und deswegen bitte ich Sie hier, diese unglaubliche Relativierung und Angriff auf Angela Marquardt zurückzunehmen. Es ist sehr wichtig, dass man geschlossen, gewaltfrei, gemeinsam gegen Nazis und Rassisten auf die Straße geht. Das hat Angela Marquardt sehr klar gemacht. Ich finde Ihre Frage sehr schön, weil Sie damit eigentlich den Bundesbürgern dargelegt haben, dass Sie die Antifa nicht als linksterroristische Organisation verstehen. Und das ist in der Tat sehr interessant. Denn doch die gleiche Organisation hat doch auf Indymedia ganz groß geschrieben, mit denen Sie ja zusammenarbeiten. Und im Übrigen, was auch ganz interessant wäre, eine Untersuchung der Verstrickung, die Sie alle mit der Antifa nämlich haben. Das müssen Sie sich auch gefallen lassen. So, ja, das wissen Sie und darum schreien Sie auch so. Sie können einfach immer nur, vor allen Dingen Sie von der Linken, immer nur Buh rufen, wenn es um sachliche Politik geht. In die Media. Die Antifa schreit dort, Gaspistolen an die Schläfe von Menschen zu setzen, um sie zu töten. Und mit diesen Leuten wollen Sie zusammenarbeiten. Schämen Sie sich. Da gibt es überhaupt nichts klarzustellen. Das müssen Sie sich gefallen lassen. Das ist furchtbar. Während Ihr Stegner dann noch dahin trommelt, das Personal der AfD zu attackieren. Was meint er denn damit? Uns niederzuschlagen, wie dem Bundestagsabgeordneten Uwe Kammann jetzt gerade am Infostand? Wollen Sie uns verprügeln? Was wollen Sie denn machen? Sie haben schon lange den demokratischen Korridor verlassen, auch die SPD. Sie haben die Uhr nicht angehalten, aber gut. Die Uhr ist nicht angehalten. Na gut. Straßen. Ich war ja gerade bei der Infrastruktur. Und das möchte ich gerne zu Ende führen. Straßen, Verkehrswege sind ebenfalls in einem desolaten Zustand. Die Hälfte unserer Autobahnbrücken ist weit über 40 Jahre alt und gar nicht für den Schwerlastverkehr der heutigen Zeit ausgelegt. Ausgeblutet ist im Übrigen auch die Bundeswehr. Flügellahme Jets, fahruntaugliche Panzer, U-Boote im Trockendock. Vom NATO-Ziel 2% in den Wehretat sind wir weit entfernt. Und dieses Land ist de facto nicht zu verteidigen mit der Bundeswehr, die wir gerade haben. Wir sind ein Land ohne Landesverteidigung. Und das haben Sie auch zu verantworten. Und geradezu ein Entwicklungsland ist Deutschland in Sachen digitaler Infrastruktur.
Lächerliche, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2,3% der Anschlüsse in Deutschland sind Glasfaserleitungen. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 22,3%. Also der Durchschnitt ist 10-mal höher als hierzulande. Litauen ist im Übrigen mit 71% an Europas Spitze und uns meilenweit voraus. Im Ausbau des Mobilfunknetzes sieht es im Übrigen auch nicht besser aus. Ja, wir reden ja hier über den Haushalt. Hier liegt Deutschland nämlich in Europa auf Platz 32, weit abgeschlagen hinter Albanien. Besserungen, was die öffentlichen Investitionen angeht, sind nicht in Sicht. Und der Bundesfinanzminister plant sie sogar entgegen seiner gestrigen eigenen Aussage bis 2022 sogar von 37,9 Milliarden sogar noch auf 33,5 Milliarden zurückzufahren. Also, es wird noch weniger investiert. Ein schwerer Fehler, der unserem Land noch teuer zu stehen kommen wird. Und hier liegt auch das Hauptproblem Ihrer unsoliden Haushalts- und Finanzpolitik. Sie leben nur im Augenblick. Das mag Ihnen vielleicht Ihr Therapeut für ein fröhliches Dasein empfohlen haben. Diese Haltung taugt aber leider nicht dazu, ein Land in die Zukunft zu führen. Und aus diesem Grund ist auch Ihre Erzählung von der schwarzen Null eben nur ein Märchen und keine tatsächliche Zustandsbeschreibung des Staatshaushaltes. Für die Forderungen künftiger Rentner und Pensionisten müssten Rückstellungen in der Bilanz wie in einem jedem Unternehmen nämlich ausgewiesen und eingestellt werden. Denn sie sind letztlich nichts anderes als in der Zukunft liegenden Zahlungsverpflichtungen. Ja, Kameralistik, eben, darum wird das auch nicht eingestellt. Das bittere Erwachen kommt schon bald, nämlich dann, wenn die geburtenstarken Jahrgänge ihre Ansprüche gegen die Rentenkasse eben geltend machen. In der Zwischenzeit wird in ihrer Rentenkommission herumdiskutiert, wie der Finanzminister das gestern dargelegt hat. Gehandelt wird seit Jahrzehnten nicht, obwohl Ihnen die demografische Entwicklung lange bekannt ist und durch die ungeregelte Zuwanderung von Unqualifizierten auch noch verschärft wird. Eine Generationenbilanzierung nimmt die Bundesregierung ebenfalls nicht vor. Rechnet man die demografische Entwicklung unseres Landes mit ein, dann müssten bis zu 3,8% des BIPs zusätzlich gespart werden, um für die künftig ansteigenden Belastungen vorgesorgt zu haben. Und das besagt wohlgemerkt der Tragfähigkeitsbericht des Finanzministeriums. Zusammenfassend kann man sagen, die Merkel-Regierung haben über Jahre haushaltspolitisch einen doppelten Fehler begangen. Zum einen wurde die tatsächliche Verschuldung immer wieder in die Höhe getrieben und zum anderen durch fehlende Investitionen in die Infrastruktur die Grundlage für zukünftige Einnahmen drastisch verschlechtert. Und als wenn die marode Infrastruktur in unserem Land nicht schon schlimm genug wäre, hat Frau Merkel auch noch das Kunststück zustande gebracht, aus Deutschland das Land mit den höchsten Strompreisen in Europa zu machen. Sie sind nämlich fast doppelt so hoch wie in Frankreich, der völlig überstürzten und doppelten Energiewende sei Dank. Die CDU hat damit dem Mittelstand und dem Handwerk, den sie vorgibt zu vertreten, den Dolchstoß versetzt. Das sollte Ihnen klar sein. Dabei ist es aber an der Zeit, dem Mittelstand und den Geringverdienern endlich den Rücken zu stärken. Doch von Ihnen kommt dazu nichts. Vorschläge? Warum nicht 2.000 Euro pro Monat als steuerfreies Einkommen? Wieso lässt man Altersrenten nicht grundsätzlich steuerfrei? Warum nicht runter mit der Mehrwertsteuer? Warum kein Familiensplitting? Warum nicht weg mit dem Soli? Und. Davon kommt überhaupt nichts. Aber die wohl fatalste Fehlleistung eines Regierungschefs dieser Republik erfolgte vor 3 Jahren, um bei der finanzpolitischen Ebene zu bleiben. Den deutschen Steuerzahler wird allein das, wir schaffen das, des Herbstes 2015 900 bis 1.500 Milliarden Euro kosten. Das ergeben Berechnungen des renommierten Ökonomen Bernd Raffelhüschen. Obwohl deutsches Recht und europäische Regeln gebrochen wurden, obwohl das finanzielle und soziale Desaster immer stärker zutage tritt, gestehen Sie, liebe Frau Bundeskanzlerin, keinen Fehler ein. Ganz im Gegenteil, Unrecht soll zu Recht umgemünzt werden, Stichwort globaler Migrationspakt. Und unter dem Schlagwort Spurwechsel will die Regierung auch noch ausreisepflichtigen Migranten ein Bleiberecht erteilen.
Die Millionen, die in Afrika bereits auf ihren gepackten Koffern sitzen, werden das als zusätzliche Ermunterung und Einladung verstehen. Doch sie wollen die Aktion auch noch allen Ernstes mit dem Fachkräftemangel verteidigen. Und es ist wirklich nicht zu fassen. Es ist Aufgabe einer jeden, ja, Sie haben eben meine Uhr nicht gestoppt, also darum muss ich ganz ehrlich sagen, Sie haben die Uhr weiterlaufen lassen nachher, als ich noch in der Antwort war. Also, nach dem, was ich aufgeführt habe, so ist das, wenn man Zwischenfragen zulässt, plötzlich läuft die Uhr weiter, man kommt nicht mehr hin. Nehmen Sie also endlich das Zepter des Handelns in die Hand. Handeln Sie zum Wohle unseres Landes, Deutschland.